Und damit, meine Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dungeons 3. Wir machen weiter in Kooperation mit R1, mit dem lieben R1 Let's Play. Servus, Leute. Und genau, wir haben jetzt hier schon mal wieder einen weiteren Raum gemacht, da wir jetzt die Brauerei machen können. Wo ist sie jetzt? Wo ist sie da? Ich mache schon mal die Brauerei da oben. So, dann haben wir hier uns jetzt noch einen Raum gemacht. Da wollen wir dann später den Kerker reinmachen. Eure Schnodderlinge haben einen Raum freigeschaufelt. Hui! Kisten! Ja, und Das jetzt haben wir hier auch Dungeon-Herz schon wird wieder. angegriffen. Jetzt haben wir hier auch schon wieder diese blöden Arkanienrisse. Einfach mal hier welche hingeschmissen. Oh. Er kommt. Das hier wurde schon mal zerstört. Der obere ist auch Verteidigt gleich. das Dungeon-Herz. Ja, eins ist noch, warte, das ist gleich weg. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jo, ist es auch weg. Passt. Oh, jetzt wieder alle ab in die Wachstube. So. Also ihr habt gesehen, ne? Es hat schon ein bisschen Gestalt angenommen. Muss ich da noch mal zumachen? So eine Scheiße. Also hier in der Ecke ist leider nichts. Schade. Dann würde ich sagen, können wir das Ganze auch wieder dicht machen, oder? Ja. Ja, zuerst sollen sie noch das Gold hier ein bisschen abbauen. So. Zahltag. Ach, wir haben ja schon wieder genug an Geld. So, hier ist noch mehr Mana. Oh, Klickt. wir können das Guru-Mastfutter erforschen. Sehr schön. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Naja, das sind nicht viele. Oh nee. Das sind bloß zwei. Na ja, und die eine könnte Probleme machen. Jetzt aktuell ist ja noch nichts. Nö, die kommt auch nicht. Die. Die kommen nicht, die bleiben da an der Stelle stehen. Das ist gut für uns. Solange wir denen nichts tun, tun sie uns nichts. So, wir könnten hier oben noch eine Insel einnehmen. Ja, dann. Dicht gesagt. Ah, da kommen Spinnen gerade. Die blöden Dinger. So, jetzt müssten wir mal Tüftlerhöhle machen. Jo. Tüftlerhöhle hier oben hoch. So, halt. Tüftlerhöhle. Das da. Passt. Huch! Jetzt habe ich was in den Schnodderling gehauen. Entschuldigung. Der Arme, das war gar nicht mit Absicht. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Tja. Schade, dass man sich mit den Händen gegenseitig nicht hauen kann. Aber ist dir schon mal was aufgefallen, wenn die Hände im selben Radius sind, dass die dann Schere, Stein, Papier machen? Warte mal, wo bist du denn? Da, da. Schauen wir mal. Aber das dauert, glaube ich, eine Weile. Wir haben gerade eh nichts zu tun. Na? Jetzt.
Du hast, glaube ich, gewonnen gerade. Du hattest Schere, ich habe Papier. Alles klar. Yes. Ich hätte gesagt, ein Goblin. Ja. Könnten wir eigentlich wegschmeißen, weil wir haben ja zwei. Ja. Man hätte gesagt, dafür holen wir noch einen Ork oder einen Nager. Gute Frage. Oder wir lassen ihn einfach und nehmen ihn zum Fighten mit. Das klappt auch, ne? So. Oh, jetzt kommen hier schon wieder Spinnen. So, schauen wir mal. Der rotierende Flammer können wir noch nicht jetzt. Wir müssen den aber nochmal forschen. Dafür ja. Brauchen wir nochmal 100 Bösartigkeit. Stimmt, ich wollte ja nach oben gehen. Ha, 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 ha. Was kommt denn oben gerade lang? Was ist denn oben gerade in unserer Goldkammer? Hä? Oder sah das gerade so aus? Ach, das sah so aus. Die Spinnen machen mich da oben nervös. Entschuldigt. So, dann nehme ich die Leute einfach mal ganz frech. Jo. Kommen, glaube ich, gerade auch keine Spinnen. Nö. Zeit, den Müll raus. Und dann ganz schnell. Bei den Portalzauber haben wir auch schon. Also. Die Armee des größten wahnsinnigen Bösen machte sich langsam in Dolaran breit. Es würde nicht mehr lange dauern, dann würde die Stadt ihnen gehören. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Zack. Einmal kurz heilen lassen. Wir wollen ja hier keine Risikos eingehen. Nicht? Oh, ich habe einen Goblin zu 4 mit hochgenommen. Ist ja egal, erstmal so zum Kämpfen brauchen wir sie. Sag Bescheid, wenn Spinnen kommen, ne? Ja. Sind im Anmarsch. Scheiße, schaffe ich das überhaupt noch? Ja, das schaffst du schon. Schmeiß schon mal das Portal zu mir. Dann. Auf die Heiler! Ja, komm, 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 komm. Let's go, let's go. Kommt schon, ihr scheiß Zombies. Sie kommen durch. Wo bist du denn hin? Du hast doch kein Feierabend. Vernichte das Gute! Ah! Ha, die Zombies halten sie im Schach. Jetzt kommen wir. Angriff! Die Insel haben wir noch nicht? Hä? Wieso haben wir die Insel noch nicht? Hä? Ich hab auf jeden Fall alle weggemacht, das weiß ich. Oder ist da jetzt einer durchgerutscht? Hm. Dann muss ich noch mal nach oben kurz. Es ist Zahltag. Da war ich gerade wohl ein bisschen zu schnell. Scheiße. Dachte ich mir auch gerade so, wieso ist das da immer noch grün? Verdammt, was ist jetzt los? Irgendeinen habe ich wetten, ich habe einen vergessen. Jetzt sind die nachgespawnt. Hä? Wird die mich verarschen? Auf die Heiler! Zeilt die sich da gegenseitig. Ja, deswegen ja. Auf die Heiler. Da! Wieder welche gespawnt. Ha. Die waren gerade weg. Jetzt haben wir's. So, dann erforsche ich schon mal den rotierenden Flammer. Wir kommen wieder runter. Alles Böse kommt von oben. Der Matalia auch einmal verbessern? Ja. Auf jeden Fall. Dann am besten noch eine Kreatur mehr. Zwei Schnodderlinge. Dann forschen wir das noch und das noch.
Und am besten, dass wir mehr Gold lagern können. Genau. So. Du gehst dahin. Wo die Tür dahin? Ja. Am besten. Ja, eine Holztür reicht ja erst einmal. So sieht gut aus. Die Goldkammer, da ist gleich schon fast voll. Halleluja. Ja, deswegen dachte ich mir, erforschen wir das mal, dass wir mehr Gold. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ich wollte die mir gerade klauen, weil da oben bei den Spinnen sind 15.000er. Ja, und dann könnten wir da eigentlich größer machen, noch größer ziehen. Worüber erstmal eine ganze Buße dahin machen. Na, 2000 ist da nur noch drauf. Ja. Der einen Arcanium ist voll. Das müssten wir mal erforschen, dass es größer wird. Ja. Und jetzt prügeln sie sich schon wieder. Nicht mehr lange. Da kommen die Spinnen. Dann bleibt's wenigstens im Training. Ja, das stimmt. Wenn wir schon die Arena nicht haben. So. Den hab ich's gezeigt. Ey, du machst ja eine komplette Todeszone. Halleluja. So, mehr geht leider nicht. Schade. Ist ja nicht so schlimm. Passt ja schon so. Jetzt bräuchten wir nur noch die Tergrube. Wird erforscht. Arcanium-Kapazität hoch. Werkstattkapazität hoch. Weil dann Bierlagerung hoch. Sobald es mit der Mana-Kapazität erhöht wurde, sollte der Imp eigentlich wieder Puppen wieder produzieren. Schon, der faule so. Dann könnten wir uns jetzt mal auf die Dings konzentrieren, auf die ach, wie heißen sie denn nochmal? Für die Orks. Eisenpelz. Genau, lieber erstmal kurz auf die Eisenpelze sparen. Ja, klar. Und dann hätte ich gesagt, Talia wieder? Ja. So, wir haben das Maximum an Schnodderlingen. Passt. Solange wir nicht besser sind, können wir das Drachennest nicht aufbuddeln. So, ein Ärgernis. Jupp, wir können die Eisenpelze erlernen. Machst du mal schnell. Jupp. Dank dir. Zack. Oh oh. Vitalia sie einfach wegrotzte. Ne? Wo lauft denn ihr jetzt hin? Jawohl. Jetzt haben wir die da oben auch weg. So, wo sind jetzt die anderen hier hingelatscht? Da. Hallo? Hier wird nicht gefaulenzt. Zurück an euren Posten. Es ist Zahltag. Das sagst du. Genauso wie der da. Der gehört hier rein. Was ist denn der andere? Ist der am Arbeiten? Wer? Der zweite Goblin. Ich denke. Wo ist der hin? Der ist nicht an seinem Posten. Da ist er. Jetzt geht er was machen. Faule Sau. So, Schatzkammer ist erweitert.
Unsere Dings machen schon wieder Xing Shang Shong. Ich habe keine Ahnung, wer gerade gewonnen hat. Egal. Ach ja. Die Goldader ist gleich weg. Und sie ist weg. Arcanium wird vergrößert. Passt. Da ist Gold und da und da. Da ist leider keine 15.000er Ader. Einfach mal da reinwerfen. Wieso ist hier so viel Gold? Oh oh. Scheint einfach nur Gold zu sein. Ja. man kann hier unten rum auch noch buddeln. Aber es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heikel, die Sache. Ja, auf jeden Fall. Kerker ist erforscht. Cool. Mache ich gleich mal ein. Jupp. So, Freunde, die ersten rotierenden Flammer sind schon am Start. So. Mehr als eine Todeszone. Teergruben dazwischen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir sind hier. Wir sind laut. Jeder Gutmensch gehört verhaut. An dem Schlachthof sollte ich noch arbeiten. Octalia! Ja? Ja, hier oben zwischen den Stacheln fallen auch dann immer noch welche hin, ne? Es sind keine Kisten da. Manu! Produziert mehr Kisten! Ja. Schade, dass wir die Werkstatt noch nicht haben. Für die magischen Kisten. Nee, leider noch nicht. Wir könnten das von den Eisenpelzen verbessern, dass die einen besseren Rüstungswert haben. Klingt gut. Wird erforscht. Tja, meine Lieben, die Zeit ist leider Gottes schon wieder um. Ist leider noch nicht viel passiert halt, ne? Weil, wie gesagt, wir müssen halt den Dungeon aufrüsten und alles. Und das frisst halt sehr viel Zeit und so. Aber ändern können wir es halt auch nicht. Auch wenn wir zu zweit sind, dauert es halt trotzdem eine Weile. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal dann wieder. Und da bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Dann bedanken wir uns recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und sagen bis zum nächsten Mal bei Dungeons 3 und dann geht's hier weiter. Und tschüssen. Servus.